und willkommen beim Telestammtisch. Genau gesagt zu einer weiteren Spezialausgabe des Telehorsten. Das bedeutet, dass ich natürlich wieder an meiner Seite den Andi und den Max habe. Hallo, grüß euch, Buhr. Ja, ja, hallo. Ihr kennt uns. Ja, hallo. Alter. Man kennt uns. Ja. Inception ist ein großes Thema, denn er läuft ja wieder in den Kinos zum 10-jährigen Jubiläum. Wir haben einen Audiokommentar gemacht, den ihr euch besser nicht anhört. Und es gibt aber auch eine Besprechung von unseren werten Kollegen Dominik, Max und Christopher. Und weil Inception anderer ja Max. So... Der andere Max, genau. Max Ott, ein werter Kollege. Hübsche Max. Der hübsche Max, genau. Warum bekomme ich den hässlichen? Egal. Ja. Auf jeden Fall. In Inception ist es ja hier mit Traumebenen. Traum im Traum. Und da haben wir uns gedacht, okay, was würde also besser passen als ein Castception? Denn wir besprechen jetzt die Besprechung von Inception beim Telestammtisch. Und es wird eine Mordsgaudi, glaube ich. Ah, dann habt ihr euch ja wirklich was dabei gedacht. Ich habe ja schon gedacht, der Audiokommentar zu Inception ist eine blöde Idee. Und wo ihr jetzt das hier erwähnt habt, da dachte ich mir, langsam habt ihr nicht mehr alle Tassen. Ich bin mal gespannt, ob dann irgendwann mal eine Besprechung zu unserem Audiokommentar kommt, den wir dann wiederum kommentieren müssen. Ja. Und ich möchte hiermit ganz liebevoll und mit besten Grüßen und Absichten den lieben Dominik grüßen, der jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich denkt, wann lassen die drei mich endlich in Ruhe? Die Antwort ist nie. Aber Dominik, wir laden dich hiermit recht herzlich irgendwann mal auch zum Telehorst ein. Genau. Genau. Wenn er das noch will. Nach diesem ganzen Terror da. Ja. Ja. Okay. Folgendes. Wir haben die Besprechung natürlich schon gehört in Gänze. Die gibt's beim Telestammtisch. Ich glaube, unser werter Chef Andi wird da auch alle Metadaten auch hier als Shownote noch runterknallen. Das heißt, da findet ihr alles, unseren Audiokommentar und die Besprechung und den DVD-Link zu Amazon und ganz viel anderes. Wir haben die YouTube-Datei offen via Watch Together. Ich drücke jetzt gleich auf Play und dann besprechen wir die Besprechung. Müssen wir jetzt eigentlich und auf die Besprechung so eingehen, wie wir sonst mit Filmen machen so? Also Besetzung haben wir schon gesagt. Max, Dom und Christopher. Wann habt ihr das erste Mal gehört? 62 Minuten dauert FSK 12. Am Schnitt also, der Dom. Also man kann so viel sagen, die Besprechung geht 62 Minuten und 7 Sekunden. Ist also eine etwas längere Besprechung für einen Film. Ich fand sie sehr. Das kann man aber schon mal sagen. Es ist jetzt kein Ding wie unser Audiokommentar mit viel Schweigen. Sie reden viel und sinnvoll. Ja, das wollte ich gerade auch noch erwähnen, weil wenn ihr euch unseren Audiokommentar anhört, dann erfahrt ihr nicht viel über den Film, aber über Käsesoße, Spezi und München, U-Bahnen, alles Mögliche. Aber die haben wirklich sehr viel Interessantes wirklich auch zum Film gesagt. Ja. Ja. Die sind da mehr drin als wir. Naja, dafür haben wir den hässlichen Max. Naja. Ja gut, okay, dafür kann ich Kinder erschrecken. Vielleicht können wir uns ja jetzt dadurch, dass wir das hier nochmal so analysieren, den ihren Cast auch so ein paar Sachen abschauen, wie man das besser machen kann. Es wird im Endeffekt so sein, wenn man das jetzt hier angehört hat, dann kennt man die gesamte Wahrheit. Ja, gut, wollen wir dann mal starten? Muss ich irgendwas tun, nicht, oder? Nö, ich nur zuhören. Einfach auf Play. Wir müssen halt dann schauen, dass wir irgendwie die Lautstärken noch gut angleichen. Aber das ist unser Problem, nicht das nicht der euer, Zuhörer. Genau. Ja. Gut, dann zähle ich jetzt von 3 runter und bei 0 drücke ich auf Play und es geht los. Noch irgendwelche letzten Fragen? Irgendwelche letzten Worte? Okay. Nee, Grüße okay. An alle. Alles klar. 3, 2, 1, los. Und es beginnt natürlich klassisch mit dieser Zirkus-Melodei. Ja, die wird übrigens irgendwann mal im Laufe des Jahres wahrscheinlich ersetzt werden. Ja, die wird gerade überarbeitet, habe ich auch gehört. Da sind wir dran, liebe Zuhörer, wenn euch die Melodie sehr gut gefällt, Pech gehabt. Wenn ihr denkt, oh Gott, das ist immer nervig, dann habt ihr Glück gehabt. Ja. Was? Und Dominik ist Profi, merkt man sofort, denn er fängt sofort mit dem Zitat aus dem Film an. Großartig. Ja. Man muss ja dazu sagen, Dominik, den haben wir eingekauft, der kommt ja ursprünglich von den Bewegtbild-Bochumern, Borussia Bewegtbild-Bochum. Was echt? Guter Einkauf. Okay, jetzt ist es echt super weird, ja. Jetzt Dominik und du gleichzeitig. Ich weiß auch nicht, wem ich zuhören soll. Aber er hat eine schöne Anmoderationsstimme. Ja. Das stimmt. Ja, überhaupt. Ich finde, er hat eine ganz gute Sprecherstimme. Ja, gleich ein Seitenhieb auf den Film eingebaut mit seinem Namen. Sehr, sehr clever.
Worauf aber man glaube ich nicht wirklich eingeht, ne? Dass er denselben Vornamen hat wie die Hauptfigur in Inception. Ne? Hat er, glaube ich, gerade gesagt. Christopher, den mögen wir auch gern. Mhm. Der hat auch immer ein gutes Zitat. Ich glaube, das ist so der Trademark von Christopher, dass er praktisch seine Besprechungen immer mit einem Zitat beginnt. Ja. Und jetzt kommt der Max. Ja. Ich meine, es ist sehr lustig, dass der hier bei denen mitspricht und nicht bei uns beiden, Andi, denn wir sind ja die Einzigen, die ihn kennen. Ja. Ich muss aber Verräter. Jetzt hier gleich mal einen großen Kritikpunkt an den Max, den schönen Max, richten, denn während Dominik und Christopher ja wirklich professionell mit dem Zitat anfangen, sagt er halt einfach nur plump so, grüß Gott. Das ist ein bisschen... Ja gut, aber Max Ott kommt auch nur aus einer anderen Generation. Ja, und außerdem hat er wahrscheinlich auch gedacht, also diese Traumanspielungen sind jetzt überreizt, also er hat nicht irgendwie feuchte Träume, keine Ahnung was, irgend so eine Anspielung und so gemacht, hat gedacht, das machen die anderen schon, das reicht jetzt auch. Eben. Ich glaube einfach, wo man halt den Jungs sagen muss, da hätten die noch ein bisschen dran arbeiten müssen, vielleicht hätten sie sich da besser absprechen müssen, dass der Beginn so ein bisschen mehr so im Flow ist. Wobei jetzt kommt halt die große Qualität von Christopher zutage. Er kann halt unglaublich gut Filme zusammenfassen. Er ist der beste Synoptiker, den der Telestammtisch hat. Ich wollte mir da noch ein bisschen was abschauen. Ist ja nicht meine Stärke. Ja, ich meine, ich weiß nicht, keine Ahnung, Christopher, wenn du das hier anhörst, wenn du mal eine Masterclass in Synopsis schreiben geben solltest, wir wären dabei. Dummkopf wie Dummkopf. Wie aufgeschrieben und abgelesen. Ja, ne? Aber ich glaube, es ist gar nicht aufgeschrieben, ich nicht. Oder? Ich glaube, das ist ja später noch im Gespräch ähnlich kompetent. Deswegen, das ballert der einfach also so aus. Also ich glaube, was halt Dominik und Christopher wirklich gemeinsam haben, die können in ihrem Gehirn Sachen auf die Seite ablegen, weißt du, wie so ein Zwischenspeicher, und das dann irgendwie geordnet auf die Menschheit loslassen. Es ist so ziemlich das Gegenteil von meinem etwas chaotischen Gehirn. Wir sollten mal, achten wir mal drauf, obwohl der Dom hat es ja noch geschnitten, ob wir irgendein Ähm finden. Wollen wir auf die besonders hinweisen? Ja, natürlich. Oh, da war eins. Ja, ist es das? Okay, Trinkspiel immer, wenn der Dom ne sagt, wenn der ne? Max absolut sagt und was sagt der Christopher gerne? Ich weiß nicht, der Christopher, der macht keine Fehler. Das ist ja kein Fehler, das ist ja nur ein Trademark. Ja, aber das Trademark kam jetzt schon zu Beginn. Also ich sag ja auch in jedem zweiten Satz, was ich spannend finde oder ohne Scheiß oder so. Ich habe da auch meine... Oh. Ich war überrascht, als ich jetzt im Cast erfahren habe, dass der Max Inception mehrfach im Kino geguckt hat. Find's auch krass. Ich meine, ihr kennt ihn ja persönlich. Ihr habt euch ja schon öfters mal so zum Bierchen getroffen. Genau. Merkt man, dass der Max so ein Inception-Fanboy ist? Hat er irgendwann mal, ich glaube, so im Hinterkopf hätte ich schon mal gehört, dass er mal erwähnt hätte, dass er ein großer Christopher Nolan-Fan ist. Mhm. Oder dass er seine Filme gern mag. Jetzt muss man dazu sagen, dass Max Ott ja ein hervorragender Fotograf ist und damit er auch seine Kohle verdient. Vielleicht liegt es irgendwie daran. Ja, ich glaube auch, abgesehen jetzt von Story und Handlung und so, worauf er später noch eingeht, was ihm gut gefallen hat, ist es eben, glaube ich, auch so eine Technikaffinität, was so die Effekte angeht und die Bildkomposition und so Geschichten, die ihn da wahrscheinlich immer sehr abholen. Ne? Ne? Deswegen, ich weiß aber nicht, vielleicht ist er auch großer Roger Deakins-Fan. Wir müssten ihn vielleicht irgendwann mal fragen, ob er Blade Runner genauso gern mag, den neuen. Und was für ihn überhaupt der am schönsten gefilmte Film ist. Oh, Ausgeburt, Twilight-Ausgeburt. Jetzt wisst ihr mal was, ich muss ja hier ein bisschen Faktencheck nebenbei machen. Das Kinojahr 2010. Übrigens, ich hab das gecheckt, da hat Dominik sogar recht, das Jahr 2010 war wirklich nicht so geil. Also ab mal Toy Story 3 ist natürlich super, aber der erfolgreichste Film des Jahres war Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1, dann Rapunzel, dann Eclipse, dann Inception,
Dann Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Burton. Ja. Dann Sex and the City 2, Ich einfach unverbesserlich, gefolgt von Für immer Schreck, dann Kindsköpfe und dann Sherlock Holmes. Also es ist wirklich eher durchwachsen gewesen. Oh, das klingt echt okay. Bitter. Wobei ich ja jetzt mal sage, ich bin ja eh nicht der Blockbuster-Mann. Warte mal kurz, jetzt sagt er irgendwas. Ja, okay, das ist jetzt irrelevant. Welche Nicht-Blockbuster sind in 2010 ins Kino gekommen? Das weiß ich doch nicht. Bitteschön. Das können wir ja jetzt mal recherchieren. Was hat denn in Cannes gewonnen? Schauen wir mal. Beautiful von... Ach so, Javier Bardem für Beautiful. Ja, ist ja auch ein toller Film. Machete kam, Black Swan, The Social Network kam. Ah, okay, siehst du, dann haben wir jetzt schon mal... Und Jeff Bridges, Crazy Heart, ne? Oh. Ja. Winter's Bone. Hätte ich wissen müssen. Hurt The Locker. Town kam... Ja, gut. Es ist jetzt nicht das geilste Kinojahr. Oh, und natürlich die etwas anderen Cops, auch großartig. Einer unserer beiden Lieblings-Will Ferrell-Filme, oder? Ich würde ihn schon als meinen Lieblings-Will Ferrell-Film bezeichnen, ja. Echt? Okay. Das fand ich schön. Jetzt, glaube ich, wurde gerade irgendwie erklärt, dass es schön ist, wenn die Regeln... erklärt werden, ohne dass man sie halt auch verbal erklärt. Nein, aber es geht ja nur ums Intro. Ja, aber das macht er ja nicht wirklich, ne? Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das das Problem ist einfach, ich kann mich an unseren Audiokommentar, da hatte ich echt ein bisschen Probleme, dem Film zu folgen. In der Mitte ist es halt langweilig. Ja, ich war ja damals auch gehypt. Ja, also ne? Kennt ihr jemanden, der damals nicht gehypt war von Inception? Meine Mutter. Ja, ich hab damals eine Phase gehabt, in der ich nicht so gern ins Kino gegangen bin. Mhm. Deswegen habe ich die Trailer, glaube ich, damals auch über YouTube einfach gesehen und natürlich die aufgefaltene Stadt, aber ich glaube, ich habe das bei unserem Audiokommentar auch schon gesagt, dass das ist halt echt geil. Wer macht denn sowas? Ja. Hm. Also, ich sag ja wirklich, ich finde ihn ja auch überbewertet, aber ich finde ihn trotzdem sehr gut. Ja, ich meine, jetzt mal, wenn wir da jetzt irgendwie so auf einer Skala sein würden, ne? Ja. Welche Punktzahl würden wir da denn geben? Ich würde da wahrscheinlich sicherlich so eine, keine Ahnung, 6 bis 7 von 10 für Inception geben. Ich würde ihm sogar eine 8 geben. Ja. Ich würde ihm sogar eine 8 geben, ja. 7,5 von mir. Also als ich damals aus dem Kino kam, war das für mich eine 10 mit Sternchen. Okay. Aber dann, wenn man ihn halt öfters guckt, fällt einem halt so, also zumindest geht es mir so Sachen auf, wo ich mir denke, die haben mir nicht gefallen. Und da, wie gesagt, da habe ich im Audiokommentar drüber geredet und mein Hauptkritikpunkt bleibt halt einfach, dass er aus der Möglichkeit des Träumens nicht genug macht. Ja, und dass sie halt irgendwie, dass diese Erklärbär-Szenen dann halt irgendwann mal auch, wenn du es schon weißt, nervt es halt irgendwann. Das ist halt langweilig, wenn das dir zum 10. Mal erklärt, dass die Zeit im Traum langsamer abläuft als es in der Wirklichkeit. Bla 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 bla. Ist das eigentlich ein Film, der beim 2. Mal wächst? Nee, ich glaube nicht. Also für mich ist es selbst schon ein Film, der dich beim 1. Mal umhaut, umbläst, ja. Den du grandios findest. Und der beim 2. Mal immer noch Spaß macht, also so geht es jetzt mir, aber... Er verliert schon ein bisschen, aber er bleibt schon im Bereich des sehr guten Films. Hm. Naja, gut, okay, muss man sagen, das ist ja, also Nolan ist ja ein guter und 160 Millionen sind jetzt auch was, da kannst du ordentlich Rabatz für machen, wenn du mit der Kohle umgehen kannst. Fällt euch da noch jemand ein? Was der Christopher da behauptet? Eine Zeit lang hätte ich gesagt, Darren Aronofsky, der war ja so mit Black Swan und auch in Blockbuster-Tempeln vertreten. Aber ja, wobei ich halt immer so das Problem habe, so, wann ist ein Film Arthouse? Ich meine, es ist eine Diskussion, die im Kinostammtisch schon seit längerer Zeit geführt wird. Ich weiß schon, was er meint. Ich wollte ihm jetzt auch nicht widersprechen und ich finde auch, dass er recht hat. Ich habe nur überlegt, ob mir da jetzt jemand einfällt, weil ich meine, den Neville Neuf fällt mir dann noch ein bisschen ein.
Ja, ich glaube, man müsste es eher anders sagen. Man müsste vielleicht sagen, das Mainstream-Kino mit trotzdem anspruchsvollen Drehbüchern. Genau. Dann man halt sagen diesen Arthouse-Begriff weglassen und. Wobei man halt sagen muss, dass die Denis Villeneuve-Filme halt gut sind, aber die sind halt vom Box-Office-Erfolg, kommen die nicht an Nolan ran. Das stimmt, ne? Ja, klar. Ja, genau. Wobei man da auch sagen muss, mit Batman hat er halt auch noch starke Marke am Rücken gehabt. Ich meine, du, ganz ehrlich, Fincher zieht doch genauso. Ja. Fincher hat doch eigentlich nur doch auch immer Box-Office, wie sagt man, Erfolge. Ja, aber nie so groß hat wie Nolan. Du hast vergessen, Inception hat 800 Millionen eingespielt. Ja, aber du musst ja immer sagen, Fincher hat nie einen Batman gemacht. Das stimmt. Aber ein Alien. Gut, okay. Okay. Ich möchte hier mal kurz Eigenwerbung machen. Beim Movie Break habe ich mit dem Kollegen Pascal einen Lovecast zu Alien 3 gemacht, den ich nicht so scheiße finde wie viele ich. Andere. Okay. Roppeling. Um geht's. Wir müssen mal ein bisschen auf ihre Besprechung eingehen. Ja, tun wir doch, aber das ist aber. Oh. Guck jetzt mal. Jetzt geht's um. Siehst du? Da stimmen wir zu, gell? Ja. Und ich glaube nur, ist der Unterschied zwischen uns dreien und den dreien ist, dass es bei uns vielleicht mehr als 5 Seiten Dialog sind. Und unser Max ist halt hässlich, naja. Ja. Dabei habe ich mich heute geschminkt. Sieht man das? Ja, doch. Naja. Ja, das weiß ich leider jetzt nicht. Ich habe unseren Audiokommentar. Da hat der Max übrigens recht, finde ich. Ja. Und irgendjemand hat mir mal vorgeworfen, ich verwende zu viele Anglizismen, also bitte. Hey, ich weiß nicht, ich glaube in der Telestammtisch-Reihenfolge würde ich sagen, also Lasse ist der Anglizismenmeister. Liegt wahrscheinlich auch dran, weil er auch englischsprachige Podcasts hat. Und dann kommt schon Dominik. Bin ja zufrieden. So steht die Figur auch wirklich im Abspann. Opium-Höhlen-Heini. Heißt der eigentlich dann Heinz Opiumhöhle mit richtigen Namen? Doch. Ja, ihr vielleicht nicht. Ich will es schon wissen. Mit Windkraft wird er betrieben. Ich muss aber ehrlich sagen, der Todesstern hat mich auch nie interessiert. Naja, bei einem Science-Fiction-Film musst du ja auch. Ja, ich wollte gerade sagen, Star Wars interessiert mich per se sehr wenig. Obwohl ich weiß schon, was er meint. Also ich meine, bei anderen Science-Fiction-Filmen hinterfragst du ja auch nicht, wie was funktioniert. Also keine Ahnung, bei Terminator frage ich ja auch nicht, wie haben sie diese Zeitmaschine gebaut? Aber es stimmt schon, dass Christopher Nolan halt einen realistischeren Anspruch an das Ganze hat. Deswegen fällt es einem mehr auf, wenn da so ein Science-Fiction-Element nicht ganz klar ist. Irgendwie so. Ja, wobei mir das wirklich, also sowas ist dann eigentlich im Grunde genommen echt wurscht. Ja, ja. Ich mag das auch nicht, wenn Leute bei Filmen dann sagen, das ist unrealistisch. Ja, wenn sie ihre eigenen Regeln nicht vernünftig behandeln, dann wird's. Das ist halt immer diese Sache dieser inneren Logik, ne? Ja. Ja. Da hatten wir ein paar Probleme in unserem Audiokommentar. Was mich ja gestört hat, ist, dass die Leute im Traum immer so genau wissen, was gerade in der überen Traumebene passiert und passieren wird und so. Das fand ich ein bisschen komisch, dass die anscheinend wissen, was außerhalb passiert. Egal. Ich habe übrigens noch länger drüber nachgedacht. Mich stört das wirklich mit diesem Totem, dass der Kreisel umfällt. Ja, es ist eine nette Idee, aber irgendwie so der richtig. Der Dauerkreisel, der ist es einfach nicht. Ist einfach
Nee, da hätte er nur mal einen Tag nachdenken müssen. Lieber Stu's Penis oder deine Speziflasche. Genau. Jetzt stell dir mal vor, du hättest als Totem den Dauerständer. Die Szene habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das fürs Militär entwickelt wurde. Das war mir neu. Ja, vielleicht war das ja in einer Dialogszene. Wo wir gerade über Spezi geredet haben. Ja. Ist auch ein bisschen wichtiger. Du, ganz ehrlich, welche Waffe, ganz ehrlich, wenn da jemand mit, ich bin ja eher ein friedliebender Mensch, weißt, bevor ich jemanden bedrohe, lade ich ihn auf eine Spezi ein und versuche ihn zu überreden. Muss ich mich nicht in seine Träume einschleichen. Dann mache ich ihm eine Gorgonzola-Soße, die wir ja auch genau in dem letzten Audiokommentar ausführlich besprochen haben. Wenn ich nicht leiden kann, dann saufe ich ihm eben. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich mir gestern Abend einen Burger in der Gorgonzola-Soße gemacht habe. Ja. Okay, da wollen wir im Abspann dann drauf. Ich schreibe es mir mal schnell auf. Stu fragen, wie die Soße schmeckte. Und welche Viskositätsstufe. Das ist ja auch die Szene, wo wir gesagt haben, das ist mit die beste im Film, ne? Wo sie durch Paris wandeln. Genau. Oh, da haben wir uns aber auch einen kleinen Fauxpas geleistet, wo du gemeint hast, das ist Effekt-Porno und da kamen irgendwie Partikeleffekte für After Effects raus, aber anscheinend wurde das ja praktisch gemacht und dann halt. Ja, aber nicht alles. Okay. Nur einzelne Teile. Also nur die Szene mit Paris, die haben sie echt gemacht. Nee, die haben bloß ein paar Orangen in die Luft gejagt, aber die Masse an Orangen haben sie dann hinterher hinzugefügt. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Ich bin doch Orangologe. What? Ah, ich mag's, wenn Dom sich in Rage wundert. Redet. Ich habe mich heute in Rage gewundert. Also wenn die Leidenschaft mit ihm durchgeht. Ja, ich mag Leidenschaft. Ja. Ich selbst habe keine mehr. Nur noch gelangweilt. Immer bloß so auf Kameraarbeit gucken. Ja, das ist schön, das macht der Dom gut. Der ist noch begeisterungsfähig. Gell? Genau. Der ist noch nicht so innerlich tot wie wir und Ellen Page und Joseph Gordon-Levitt mit ihren Haiaugen. Mir fällt gerade auf, ich sehe bei diesem Watch Together den das Movie-Poster, Anglizismus. Und das Haus ganz links sieht aus wie ein Gesicht, stimmt's? Nein. Ich habe gehört, Nolan wollte eigentlich Inception in 1D drehen. Man merkt halt schon, dass da wirklich drei Nolan-Fanboys sich getroffen haben. Ja. Also ich glaube, wenn Nolan Ostern sein Orbi at Orbi verkünden würde, die drei würden sich aufmachen zum Petersplatz. Oder nach Paris. Also er gemacht hat nicht sein Orbi at Orbi, sondern dieses Noli at Nola, oder wie er. Memento Mori. Genau. Die stehen gar nicht. Nee, die sitzen da. Die knien eigentlich und haben sich so auf so Pantoffeln gekniet, dass es aussieht, als wären sie ganz klein. Dabei ausgepeitscht. Siehst du? Ja, okay. Sie haben es in der Kamera gedreht, ist auch interessant. Also die saßen alle in so einer ganz kleinen Kamera drin. Ah, oh, das ist gemein, das ist gemein.
Was? Sich jetzt über so kleine Grammatik und sonst was für Fehler aufzu. Ja, komm, wir sind in der Mitte des Casts jetzt. Muss mal Feuer rein. Ne. Das denke ich mir auch ständig, wenn ich im Café sitze, dass gleich dieser Orangenstand von gegenüber mir ins Gesicht fliegt. Ich bestelle auch mein Cappuccino immer und ohne Bomben. Frau Kellnerin, ich würde gerne meinen Orangensaft stornieren. Ich habe anderweitig etwas gefunden. Ich habe Angst vor Orangen. Der Pfister. Pfister? Wally Pfister. Oh Gott, was für ein Name. Bei solchen Formulierungen wie, der holt alles da raus, also nichts gegen die Formulierung, aber da stelle ich mir mal vor, wie dann da jemand an so einer Presse ist. So. Also ich, ganz ehrlich, wenn Wally Pfister hört, hier holt alles raus, da denke ich echt an eine Kälbergeburt. Der kommt aus einem anderen Filmbusiness. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, also Inception hat seine Oscars auch zurecht gewonnen. Für die Kamera? Ja. Ich muss erst mal wissen, was sind denn die Konkurrenten? Warte mal, schaue ich mal nach. Oscars 20. Der Effekte Oscar hat auf jeden Fall verdient. Ja, bei Kamera bin ich mir nicht so ganz sicher, aber mein Gott, ja. Ich weiß ja nicht, was die Dinger waren. So. Beste Kamera. Tödliches Kommando. Also hört locker. Das weiße Band. Was, das weiße Band? Aha. Ja. Von 2010. Ja. Echt? Dachte der älter. Ein guter Film. Ja, ja. Also hört locker, weiße Band sind grandiose Filme, die würde ich sogar als Meisterwerke beschreiben. Was war das erste? Hört locker. Tödliches Kommando. Dann Harry Potter und der Halbblutprinz und Inglourious Basterds. Das waren die Kamerakonkurrenten. Also da würde ich schon sagen, okay, hat er zu Recht gewonnen. Wobei ich mich auch nicht beschwert hätte, wenn Hurt Locker oder das weiße Band gewonnen hätten. Ja, aber irgendwie hat Inception Inglourious gar Basterds nicht gewonnen. Hat aber auch ich bin komplett im falschen, ich bin im falschen Jahr. Weil gewonnen hat da Avatar. Ja, sorry. So, jetzt hier, da sind wir. King's Speech, Social Network, True Grit und Black Swan. Naja, kann er machen. Kann er haben. Na, ich weiß nur, dass mir Social Network zum Beispiel und Black Swan besser gefallen als Inception. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Von der Kamera oder vom Film? Vom Film insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie die Kameraarbeit ist. Social Network haben wir vor kurzem erst angesehen. Aber der immer noch besticht, großartig. Ja, Black Swan mag ich nicht so. Black Swan ist so, ja. Ist halt Hausfrauenpsychologie. Aber wir schweifen hier wieder ab. Ja. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also jetzt. Ja. Ja, eben, das ist er doch. Also ich finde, der wird nicht großartig psychologisiert oder weiter ausgearbeitet. Also er ist halt da. No. Außerdem also auch das, was er sagt, dass sie halt jede Figur so die Momente hat, wo sie scheinen kann. Das mag sein, aber es bleibt ja trotzdem keine richtig gute Figur. Ja, eben. Weil ja, ob wo es hier eine Figur Joseph ist, die Gordon diese coole Szene macht oder halt eben von mir aus Patrick Star oder SpongeBob Schwammkopf, ändert ja nichts. Also Tom Hardy und Joseph. Oh, jetzt kommt der große Reveal. Max, der schöne Max, mag nicht DiCaprio. Aber er kennt ihn ja auch nicht persönlich. Ja, wir kennen ihn ja persönlich. Ja. Das werden wir übrigens demnächst einmal. Leonardo DiCaprio wird bei einem der nächsten Telehorsts wahrscheinlich als Gast mit beisitzen. Ja. So viel können wir jetzt schon sagen. Und dann werden wir das ansprechen, was der Max gesagt hat. Und ihm und wir werden auch die Adresse geben. Adresse geben, ja. Und dann wird der Leo sagen, is it the beautiful Max oder the ugly Max? It's a beautiful Max. Oh no.
I don't have a chance. So much beauty. So. Also okay, bei DiCaprio, bei der Sache kann ich halt leider dem schönen Max überhaupt nicht zustimmen, denn ich liebe Leonardo DiCaprios Werdegang. Es ist sehr interessant, gerade wenn man sieht, wie er angefangen hat. Ich meine, der hat damals schon tolle Sachen gemacht, This Boy's Life oder Gilbert Grape, da hat man schon gemerkt, was in ihm steckt. Aber er hat es wirklich geschafft, aus dieser Traumprinz-Teenie-Rolle schon rauszukommen. Ne? Ja, das Lustige ist, wenn der Max auch sagt, dass es halt wichtig ist, dass er einen guten Regisseur hat. Mir fallen halt gerade hauptsächlich Filme ein, wo er grandiose Regisseure hatte und da auch gut war. Also ich meine, Departed, Wolf of Wall Street und so weiter, da hatte er halt eigentlich immer Creme hinter der Kamera. Er ist ja Tarantino und Scorsese. Also das sind ja die zwei, mit denen er immer wieder dreht. Aber wisst ihr, was ich mir mal wünschen würde? Ich würde mir wünschen, dass DiCaprio so eine Rolle spielt, die man nicht von ihm erwartet. Sowas wie Brad Pitt in Burn After Reading. Sowas müsste DiCaprio mal spielen. Das finde ich toll. Oder ein Bronson. Stell dir mal vor. Das wäre doch. Und das sage ich nicht, weil ich DiCaprio Schlitte sehen möchte. Nee. Ein Film, in dem DiCaprio einen Dödel spielt und Will Ferrell eine ernste Rolle. Jetzt kommt übrigens was ich weiter Gold finde. Oh. Überschlägt sich fast die Stimme. Das ist, also da muss man sagen, da gehen wirklich die Pferde mit ihm durch, so. Ja. Oh, er trägt in der Szene am Ende von Inception eine Hose und am Ende von Shutter Island auch eine Hose. Das ist halt, das ist so dieser Punkt, wo ich sage, bitte no offense, aber das ist dann die Überhöhung mancher, da werden Sachen reininterpretiert, in die da einfach nicht hingehören. Was ist denn jetzt eigentlich der Punkt, den Sie da machen wollen gerade? Warum ist es wichtig, ob er dir ähnliche Klamotten anhat? Ist es die Fortsetzung, ja, die inoffizielle, oder? Weil Shutter Island halt genau, weil Shutter Island im selben Jahr erschien wie Inception und dann gibt es so Leute, die sehen Shutter Island so als inoffizielles Sequel an, aber na. Ja gut, ich denke nicht, dass der gute Herr Scorsese mit dem Herrn Nolan sich zusammengesetzt hat. Von wem spricht er? Von der stechenden? Von Mario Cotillard. Mario Cotillard. Ja gut. Alle Cotillards sind Verbrecher, denn sie sind Messerstecher. So. Genau. Ich bin der Messerstecher, Marion. Ich steche dann Abelboy raus. Nee, Marion, hast du mein Küchenmesser gesehen? Nein. Nö, das steckt in Herbert. Marion, hast du das Küchenmesser schon wieder nicht in den Messerblock, sondern in Papa gesteckt? Das muss ich mir auf jeden Fall auch angewöhnen. Dass das mal viel besetzt ist? Was? Nee, finde ich nicht. Ich auch nicht. Wir müssten mal den Marion Cotillard Szenenzähler einführen. Was, ob sie unterbesetzt ist? Was hast du gesagt? Überbesetzt. Fehlbesetzt. Was ich jetzt in dem Punkt einwerfen kann, ist, ich habe immer ein bisschen Problem bei Nolan. In den Filmen werden Frauenrollen bloß immer sehr stiefmütterlich behandelt. Das stimmt, ja. Hatte der schon mal eine Heldin? Nein, aber Maggie Gyllenhaal durfte in Dark Knight was sterben. Und wenn sie nicht spuren, werden sie ausgetauscht, wie Katie Holmes. Genau. Also da hier mal unser Wunsch, hätte er bei Tenet vielleicht nicht Robert Pattinson den Schal umwerfen lassen sollen, sondern Kristen Stewart. Kristen. Ja, nee, ich will immer Emma Stone. Okay. Oder Rooney Mara. So. Da fällt mir wieder auf, dass ich wirklich nicht der Soundtrack-Guy bin, weil ich habe diesen Soundtrack nicht bemerkt. Also ich bemerke Inception nur dann, wenn es wummert und dröhnt. No. Ah, diesen einen Song, wie gesagt, ich habe irgendwie auf Spotify immer so eine Soundtrack-Playlist gemacht und so. Und einen fand ich das schon auch sehr schön, den erkennt man natürlich, wenn man öfter gehört hat. Gell? Ja, wobei ich da echt sagen muss, mir geht's da wie Stu, aber wenn mir mal ein Soundtrack auffällt, dann sind es meistens
wirklich Dinge, die außerhalb der Norm stattfinden. Mhm. Also ich habe mir vor kurzem mal wieder It Follows angeguckt. Oh ja, und ich liebe diesen Soundtrack. Ja, das ist halt, der ist so gut. Der ist halt wie ein Schauspieler. Und natürlich der Midsommar-Soundtrack, der ist für mich mit eins der unterbewertetsten Dinge, die im letzten Jahr rausgekommen sind. Ja. Also was bei mir bei Soundtracks auffällt, ist, sie fallen mir auf, wenn sie dissonant sind. Mhm. Ja. Zum Beispiel dieser Harry und Teddy. Okay, wir schweifen schon wieder ab, es ist ganz schlimm. Egal. Aber bisher halten wir uns ganz gut, finde ich. Ja. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme, wenn Filme immer so andeuten, dass irgendeine Figur deswegen ein böse oder gefährlich ist, weil sie halt als Kind irgendwas Schlimmes durchmachen musste. Mhm. Da habe ich, weiß nicht, da verwehre ich mich immer gegen. Ich finde, das ist immer so zu einfach. Oh, jetzt pass mal auf. Das hätte man auch bei Inception nicht gebraucht. Jetzt pass mal auf, da habe ich was zu sagen. Okay. Hör hin. Hätten die mir da ein bisschen besser aufgepasst, weil sie ja später noch und davor, glaube ich, auch schon irgendwelche Namensassoziationen genannt haben. Erstens ist es eine Kurzfassung von Mallory oder Mallory oder wie man es auf Französisch halt auf. Mhm. Aber es ist halt Mal auf Französisch, was wird das heißen? Schlecht, böse, heißt das, ja. Genau. Oder sowas in die Richtung. Und deswegen wird die so heißen, weil sie ist ja die Böse und das Schlimme. Ich meine, genau, Ellen Page-Figur ist Ariadne, das ist ja die Figur, die, glaube ich, wer war es? Perseus, Odysseus, ne, aus dem Labyrinth. Arachnophobia kenne ich. Ne? Also die Namen sind da schon nicht zufällig gewählt. Ich meine, Dom Kopsu ist ja auch die Figur aus seinem allerersten Film, was auch ein Dieb war. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Dominik, wenn ich ehrlich bin. Nein, ist mir auch scheißegal. Ich finde den Namen auch unausstehlich, ehrlich gesagt. Ich finde, Namen in Filmen sollten gut klingen. Weil du hast ja die Option, dass du ihnen auch Nachnamen gibst. Weißt du, das hast du ja bei deinem Kind nicht. Wenn du jetzt Schlödenkofer heißt, dann, weißt du, dann kannst du ihn Jean-Jacques taufen. Meine dann heißt er halt Jean-Jacques Schlödenkofer. Stell euch mal vor, Bruce Willis hieß in Die Hard nicht Sean McClane, sondern Ulf Brösebach. Ja, genau. Wobei, das wäre schon wieder was geiler. Oh, da geht der Max aber ab. Ratter. Max liebt den Film. Heißt das wirklich Killian oder Cillian? Ich sage also immer Cillian. Ich sage einmal Killian. Da bin ich mir nicht sicher. Aber manchmal sage ich auch Cillian. Der Silly. Was? Aber ich schaue einfach mal. Warte mal, ich kann doch Lautschrift lesen. Cillian. Ja. Gesundheit. Also ich war nicht berührt. Also mir war halt klar, dass es nicht die Wahrheit ist. Hm. Ist übrigens Killian. Okay, Killian, okay. Wieder was gelernt. Ich hasse es, wenn die anderen recht behalten. Ja, das habe ich alles gerade, wie gesagt, bei unserem Audiokommentar nicht mehr so richtig mitgekriegt, was die gerade besprechen. Ich glaube, da war ich auch schon beim Kniffeln. Um was geht's hier jetzt überhaupt? Ich schweife jetzt schon wieder. Naja, ob der Vater wirklich enttäuscht vom Killian war oder ob, ach so, ob ja. Es nur ein, das war ja die Inception, weißt du? Aber ja, das Fischersfritze, Fische frischer, also Fische frischer gibt's auch.
Jetzt hören wir gerade ganz schön aufmerksam zu. Das macht der Dom ganz gut anscheinend. Ja, ich frage mich gerade, was er raus will. Ich hab bin noch nie aus dem Bett gefallen. Ach so. Roher Traumraum. Der Mettigel des Träums. Limbus Lambus Löffelstiel. Hieß sich Harry Potters Besen so? Mega. Und schon scharren wir mit den Hufen. Sie wollen ja auch seinen ersten Spielfilm Following besprechen. Oh Gott, fuck. Siehst du, hätte einer von uns anstatt seinem minus eine Million Budget Horst-Film Following genommen? Ja, oder Debütfilme können wir noch machen. Ja, aber Gibt es bei Following Puppen, ich überlege gerade. Bestimmt mal so ein Dummy irgendwo. Ja, das wird ja reichen. Ich wollte ja fast Maniac nehmen. Und zwar dieses blöde Remake mit Elijah Wood. Oh, das ist eine Stelle, die gefällt wobei, mir besonders wobei, gut. Lange Zeit war der Chef von Warner Brothers ein gewisser Kevin Tsujihira oder so ähnlich. Mhm. Also ein Japano-Amerikaner. Mhm. Jetzt haben wir den wahnsinnig spannenden Aspekt völlig überhört. Doch. Ich habe zugehört, dass er praktisch die einzelnen Figuren in so eine Filmproduktionsschleife aufteilt. Dass er sagt, Leonardo DiCaprio ist der Kameramann oder sowas. Und jetzt geht es darum, dass Inception ja im Prinzip auch sowas ist wie eine Therapiesitzung, so eine Invention. Genau. Mhm. Und jetzt gibt Christopher sogar ein Interview wieder, was jetzt auch schon bestimmt 10 bis 11 Jahre auf dem Buckel hat. Mhm. Da ist aber die Parallele zu Shutter Island dann aber schon wieder präsenter, wenn man das so sieht, ne? Ja, aber ich meine, du kannst halt, das ist das große Problem bei Filmen, die jetzt nicht irgendwie am Ende sagen, so ist es, Punkt, aus, Mickey Maus. Du kannst alles irgendwie miteinander verknüpfen, musst nur genug Verrückte finden, die halt die Theorie dann noch weiter ausspinnen, weißt du? Wobei ich jetzt nichts gegen das sogenannte Überinterpretieren habe, ich finde das ganz spannend. Nee. Ich auch nicht, aber ich meine, es ganz einfach, es ist oft sind's halt, stimmt's halt einfach nicht. Das finde ich aber ein bisschen schwierig, dafür ist sie zu sehr im Hintergrund, weil das kennt man ja aus anderen Filmen, dass man immer eine Person hat, mit der sich der Zuschauer identifizieren kann und durch dem seine Augen lernst du das alles kennen, aber ich finde, dafür ist der Leonardo viel zu sehr im Fokus und sie nicht. Weißt du, was ich meine? Aber egal. Trotzdem gut. Ellen Page jetzt. Ja, genau. Durch ihre Hai-Augen will ich eh nichts sehen. Wie lange geht der Cast? Weiß nicht, ne? Doch 20 Minuten. 20 Sekunden. Okay, jetzt Minuten. Hatte ich kurz Angst, dass sie noch Tage und Wochen hier sitzen. Nee. Er hat zugegeben, dass die scheiße sind. Das jetzt bist du endlich. Christopher, gib's zu. Die sind kacke.
Ja, aber eigentlich sind die auf allen Traumebenen langweilig, nur die auf in dem Hotelraum, der sich dreht, ganz spannend. Weil ich meine, dieses Geballere und der Zug, der über die Straße fährt, das ist halt Heat für Arme und danach kommt halt noch James Bond für Arme. Ich finde die halt auch nicht gut geschnitten, weißt du? Das ist halt so ein bisschen, also für Action-Szenen, die Action-Szenen sind echt, keine Ahnung, eher so Stangenware. Jetzt fangen wir schon wieder an, hier rumzulästern. Dabei finden wir den Film doch eigentlich ganz gut. Ja, nee, aber man kann ja sowas sagen. Vielleicht liegt es einfach daran, weil Sie ihn so euphorisch besprechen, dass es bei uns so anti-euphorisch und so negativ klingt. Ja, ja, es wäre auch langweilig, wenn wir die ganze Zeit nur zustimmen. Ja. Ja, ja. Hat er recht. Ja. Hat er recht, genau. Sie reden gerade über Mensch, den Mensch, da hat er so recht. Nee. Oh, gleich wird er anfangen zu weinen. Also mir ist gestern wieder bewusst geworden, wie unglaublich lecker Gorgonzola-Soße ist, aber okay. Okay, jetzt kommt. Ja. Okay. Stellt euch mal vor, die Kamera nicht festmontiert diesem Hamsterrad. Das ist ungefähr teuer. Nee, da muss ich halt dann sagen, wenn die Kamera sich dreht und der Raum statisch ist und Jordan, Jason, Gordon, Louis, Levitt steht auf dem Teppich und die Kamera stellt sich, dann steht er immer nur auf dem Teppich, auch wenn die Kamera auf 180 Grad steht. Und das ist halt nicht der gleiche Effekt, Dominik. Das muss ich mir aber auf jeden Fall auch angewöhnen, dass ich, wenn ich euch irgendwas klar machen will, dass ich ja mit der Stimme so ein bisschen hochgehe. Bisschen langsamer werde, das hat dann viel mehr Impact. Du kannst auch tief werden, das finde ich eigentlich sehr viel spannender. Wenn du dann auf einmal so sprichst, als wärst du ein Bärchen. Früher habe ich Leuten versucht, Dinge zu erklären, das hat nicht geklappt, aber ich Dominike jetzt. Aber er macht das echt gut. Weil ja, wenn ich euch dann erzähle, dass Meet the Feebles eigentlich ein fantastischer Film ist. Oh, es tut mir so leid. Entschuldigung. Nein, egal. Ja, Sie reden jetzt gerade darüber, dass der Film durchaus auch komödiantische Szenen hat, aber ich muss gestehen, ich kenne nur zwei. Ja. Und das sind jetzt auch keine Megabrüder. Also, wo er den Stuhlbein ist nicht Nolans Art. Was, Humor ist Stuhl? Wo er ihm das Stuhlbein wegzieht, daran erinnere ich mich jetzt gerade, da habe ich mich aber auch nicht pisst vor Lachen, ehrlich gesagt. Nee. Das ist gefährlich, da kann man sich ganz schlimm mit dem verletzen, darüber dachte man nicht. Da hat er die Hupe gefehlt im Hintergrund. Eben. Also vielleicht, wenn es dir umfällt, dann muss es machen oder sowas. Oh, jetzt wird gleich unser Kritikpunkt der Fantasielosigkeit in den Träumen angegriffen, oder wie sagt man, dekonstruiert. Also kein pinke Elefanten im Hintergrund für uns leider. Nee. Wobei, ganz ehrlich, pinker Elefant fällt mir dann auch ein bisschen seltsam, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man halt das Träumen visualisieren hätte können, dass es etwas Besonderes hätte. Farbgebung. Ja. Schau dir doch nur mal hier Eternal Sunshine und Spotless Mind an. Ich meine, die Filme sind nicht vergleichbar, aber der schafft es ja auch wirklich, sowas Träumerisches zu haben, ohne dass da pinke Elefanten zu sehen sind. Ne? Ja, nur dass der eine Kritikpunkt, also die Verteidigung des Films, dass natürlich die Leute nicht merken sollen, dass sie in einem Traum sind, kann ich schon auch ein bisschen nachvollziehen. Dass du deswegen halt keine crazy Sachen hast, dass halt die Leute der... Ja klar, aber selbst bis dahin hast du halt einen gewissen Spielraum, ja, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich meine ganz ehrlich, da fährt ein Zug durch eine Stadt. Ja, eben. Ne? Also. Ja, und außerdem gibt es ja immerhin noch Szenen, die ich ja auch unrealistisch finde, dass sich zwei Charaktere unterhalten, die aber nicht der Träumer sind. Habe ich ja in dem Audiokommentar schon gesagt, dass ich das komisch finde, weil Charaktere in einem Traum von mir, die ich gerade nicht sehe, die unterhalten sich ja nicht. Die sind ja nur für mich da, für meine Freude, für meine Unterhaltung. Aber wenn die das schon machen, abseits von dem Träumer, so sagen, dann könnten sie auf einmal der Telehorst hat so seine relativ feste Meinung zu dem Film und die ist eigentlich schon im Grunde positiv, aber halt mit klaren Kritikpunkten. Und dann gibt es natürlich die sehr zementierte Meinung von Dominik Christopher und dem schönen Max, ne? Mhm.
Und die Meinung von den drei ist besser argumentiert, aber unsere ist sexier. Worüber reden sie denn jetzt? Oh, sie streiten gleich. Gleich schlagen sich die Köpfe ein. In den letzten 10 Minuten, jetzt geht der Punk ab. Ja. Neutrone? Nee. Jetzt wird's deep, Vorsicht. Achtung. Genial! Wenn man die Buchstaben aber anders zusammentut, hat man Redams. Redams für Josef der Traumdeuter. Für mich ist Josef der Zimmermann und der komplett gehoaxte Ehemann von Maria. So. Mal gucken. Das stimmt. Lighthouse. Ja. Du Ende. Weißt, Blockbuster? Es ist doch der Sommerblockbuster des letzten Jahres gewesen. Eben. Aber das mit dem Dreams stimmt überhaupt nicht, was er da sagt. Ich schaue gerade nach, aber Dreams stimmt überhaupt nicht. Dominik Kopf, Robert Fischer, Ariadne, E, wer ist E? Heißt nicht einer Eames. Keine Ahnung, ist ja egal. Eames ist doch auch dieser Designer-Typ, den Eames-Chair gibt es doch, gell? Okay. Dass ich auch mal ein bisschen interessantes Halbwissen hier reinstreuen kann. Das haben die vergessen zu erwähnen. Ich bin enttäuscht. Deswegen auch vielleicht der Gag mit dem Stuhl. Also dem hat er nicht erwähnt, dass ich diesen MC Escher mit ihm geguckt habe damals. Die MC Escher Doku. Und die ist wirklich sehr gut. Kaum ist er bei dem seriösen Podcast, vergisst er uns wieder, gell? Ja, den Pöbel, da wird der Pöbel vergessen. Ja. Aber schon scheiße, hast du den schönen und den hässlichen Max, das gleicht sich ja wieder aus. Ne? Das war damals auch sehr vernichtend für mich, als ich da aus der Pressekonferenz rauskam und alle nur mit ihm sprechen, aus der Pressevorführung. Alle zu ihm hingelaufen und mir haben sie vor die Füße gekotzt. War selber ist überrascht. Ja. Ich glaube, der Dominik hat da was Schönes gemacht, nämlich er hat seine Kollegen oder seinen Kollegen gelobt. Das ist etwas, was wir beim Telehorst auch mal einführen sollten. Ja, aber vielleicht sollten wir jemanden einführen, nur so, der uns lobt. Recht. Weil ganz ehrlich, keiner von uns dreien kann das mit dem Loben auch nur ansatzweise so. Eigentlich war das unterschwellig ziemlicher Diss und eine ziemliche Frechheit. Jetzt darf der Max mal zur Abwechslung was sagen, weil sonst quatschen nur die anderen zwei. Dann sagt er mal was Schönes und dann sagt er, oh, das war ja eigentlich schon das Fazit. Dann bist du ja fertig. Nach dem Motto, halt die Fresse. Stimmt. Eigentlich ist der Dominik der größte Bulli von uns allen, oder? Der Dominik ist der allergrößte Bulli von uns allen. Kaum sagt jemand anderes mal was, heißt es gleich, okay, das war dein Fazit, jetzt halt die Schnauze. So, vor allem, wie es halt so ist, da hat er jetzt wochenlang hat er angekündigt, dass er uns beim Westworld-Schlusscast eins auf den Deckel geben will und dann erwähnt er uns nicht. Oder vielleicht hat er uns mal kurz erwähnt, ich habe es nicht gefunden, weil ich habe jetzt nicht angehört, warum auch. Ja, der Patrick hat ein einziges Mal ganz kurz Grüße an den Telehorst gegeben. Und dann hat Dom irgendwie gesagt, ja, der Telehorst, irgendwie sowas. Oha. Hm. Das merken wir uns. Oh, der Max darf noch mal was sagen.
Für ein Evergreen ist der Film ein bisschen zu grau. Eben Matrix ist ein Evergreen, gell? Absolut, danke. Ja, ist Inception echt jetzt schon Evergreen? Ich würde ja sagen, als er damals rausgekommen ist, hatte der echt so einen Hype, der auch noch länger angehalten hat, so 1-2 Jahre. Und danach ist er nicht ins Vergessenheit geraten, aber war jetzt nicht mehr so ein Thema. Also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel so ein Dark Knight ein bisschen mehr evergreeniger ist, gell? Ja. Wobei, wie gesagt, Dark Knight hat halt Batman, das darf man halt nicht vergessen. Ja. Ich würde Inception... halt den geilen Batman, ne? Ja, also Inception ist definitiv einer der größten originären Blockbuster des neuen Jahrtausends. Das ist, glaube ich, da sind uns, glaube ich, einig. Der Max kann also nachempfinden, wie sich der Leonardo DiCaprio fühlt. Obwohl er ihn nicht mag. Obwohl er ihn nicht kennt. Das würde mich mal interessieren, schafft Nolan es irgendwann mal einen Film zu machen, in dem er nicht in der Zeit springt? Sowas wie Lynchs Straight Story für Nolan. Nein. Kann er das? Vielleicht, das sind so auch so Tricks, glaube ich. Du schickst mir noch eine Einladung zum Online-Kniffel. Schreibt der Spektakel eigentlich mit CK? Er sollte mal echt ein Buch vorlesen. Ja. Kniffel! Ich meine, interessant. Es ist schön, dass in einem Film jede Szene wichtig ist. Echt wichtig, glaube ich. Er ist immerhin ehrlich. Ja. Das finde ich auch schön. Ja, Matrix Rip-Off. Was? Das ist, glaube ich, echt der Teil, den haben wir beim Audiokommentar komplett verbröselt. Da ist ja diese Szene, wo Ellen Page dann da steht und da sagt, ich komme wieder. Ach so. Und dann kommt der Arnold und sagt, I'll be back auch. Ich bin der Aratni. See you in your dreams. Die reise nochmal einen Arsch auf, wenn du mir das Paris nochmal auffalten tust. Der geht mir Penthouse kaputt. Tja, aber das ist, wahrscheinlich hat der alte Archimedes das damals auch schon mit Brot und Spiele versucht.
Oh, er hat Tenet anscheinend schon gesehen. Diese Gerüchte haben sich übrigens mittlerweile bestätigt. Ja. In Deutschland kommt er, glaube ich, am 27. August vorbei. Da muss man aufpassen. Nicht, dass es in 3 Tagen heißt. Nee, doch nicht. Ja, es kommt auf all die Urlaubsrückkehrer an. Nachdem Max schon ein Fazit gefällt hat. 10 Minuten später. Ach, die haben alle geschlafen, oder was? Also wenn jetzt noch ein Traum-Joe kommt, dann raste ich aus. Ja. Das ist doch nicht möglich. Das habt ihr doch nicht im Moderationskursus so gelernt. Es hat noch keiner gesagt, dass der Film traumhaft ist, oder? Nee. Mei, oh mei. Aber das ist er ja nicht. Naja, für die schon. Ich mein, nein, ich finde... Ist vielleicht eher traumatisierend. Das geht nicht. Max ist gefeuert, der kennt die Regeln nicht. Max ist zwar wunderschön, aber hat keinen Plan von Mathematik. Ein Roundhouse-Kick. Ja. Das ist schön, wo ich das erste Mal kurz gestern gehört habe, dann, wo der Dominik gesagt hat, da kann man jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Da dachte ich mir auch so, lüg nicht. Der Cast geht noch 4 Minuten. Ja, genau. Jetzt. Was? Mag man gar nicht glauben, gell? Und das ist eine Lüge, finde ich. Ja, eben. Weiß ja nicht, was Doms. Der lügt wie Herbie Hancock. Wieso muss er da die Stimme so verstellen? Macht er sich über Kritiker lustig? Der tut so, als wäre er ironisch oder sarkastisch. Aber immerhin versucht das. Ja. Muss ja. Ich versuche sowas gar nicht erst. Bin ich ehrlich. Aber wir sind ja nicht diese Leute. Wir sind ja die Leute, die den Film mögen, aber halt doch Kritikpunkte daran haben. Ja. Ha! Naja, aber wenn du jetzt, jemand einen Film scheiße findet, den ich gut finde, dann sage ich halt, du bist doof, verpiss dich, du Arschloch. Ich gebe ihm einfach aufs Fressbrett und gehe weiter. Keine Ahnung. Der heißt übrigens Tené. Genau. Profis wissen, dass Tenet eigentlich Tené heißt. Weil wenn die Leute Tenet sagen, dann wird er im automatischen Übersetzungstool von YouTube immer mit Doppel-N geschrieben. Und bei Tené nicht. Eben. Und wie wir herausgefunden haben, ist Christopher Nolan frankophil wie Sau. Genau. Ja. Der ist doch nur aufs Geld aus, die Sau.
Das ist Zeugnis davon, dass ihr nichts zu tun habt. Genau. Geht mal arbeiten. Moment mal, wir haben vor ein paar Tagen 6 Stunden am Stück des Podcasts gemacht. Ja, aber am Wochenende. Diese Leute, Ja, das haben wir dann auch gemerkt bei unserem Audiokommentar. Übrigens, lustigerweise, 2 Tage nachdem wir unseren Audiokommentar aufgenommen haben, gab es dann Inception bei Amazon Prime, aktuell übrigens immer noch, für 99 Cent. Was? Frechheit. Ja. Lasst uns Danke sagen. Lasst uns froh und munter sein. Und uns in die Traumwelt rein. Lustig, lustig. Inception, Inception, Inception. Oh je. Triple. Ach, der will auch nur im Windschatten vom schönen Max da noch ein bisschen rumspaßen. Ja. Und Applaus und das Oh, Warten. Applaus, Ende. So, so, was haben wir gelernt? Ja, die mögen den Film lieber als wir. Ja, ich mag ihn ja schon auch und ich finde es auch, die haben viele schöne Sachen gesagt, also wie gesagt, das mit dem Überinterpretieren, mit den, aber es hat der Christopher Nolan ja absichtlich gemacht, deswegen haben sie da schon recht, das ist schon alles, ja, alles Hand und Fuß hat das, was die da gesagt haben. Eben. Will es da gar nicht großartig widersprechen. Auf jeden Fall, nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, es war jetzt einfacher, so einen Audiokommentar zu machen, als ich dachte. Ja, das stimmt. Vor allem, weil es nach einer Stunde vorbei ist und ich bei Inception nochmal 90 Minuten draufkam. Wobei, und das ist eine allgemeine Kritik, ich finde es immer ganz schön bei Besprechungen, wenn man auch zumindest mal eine kritische Stimmung dabei hat. Ich meine, Dominik hat ja am Schluss schon gesagt, dass es da auch Momente im Film gibt, die ihm nicht gefallen haben. Mhm. Aber es wäre vielleicht ganz nett gewesen, da noch eine Person dabei zu haben, die den Film jetzt nicht halt 6 von 5 gibt. 5 von 10. Ja. Na? Aber ansonsten war es eine sehr schöne Besprechung. Jetzt nicht Horst-Niveau, aber das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Dafür braucht man jahrelanges Training, aber war okay. Ja, und obwohl man Training braucht, um Horst-Niveau zu erreichen, habe ich mir doch ein paar Moderationstipps hier versucht abzuschauen. Und ich glaube... Also wirst du das nächste Mal mit höherer Stimme sprechen? Wenn es ernst wird, werde ich ein bisschen höher. Okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das schon von unserer Seite? Der erste. Oh, hast du noch was? Du wolltest noch erzählen, wie deine Gorgonzola-Soße geworden ist. Genau. So, stimmt. Meine Gorgonzola-Soße war sehr, sehr lecker. Sie war ein bisschen zu wässrig, vielleicht. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen mit der Milch ein bisschen verkalkuliert, aber nichtsdestotrotz war sie sehr lecker. Ich habe mir Tortellini dazu gemacht, so frische Tortellini mit so einer Käsefüllung. Also gab es Käse en masse. Und Tortellini haben ja so diese Zwischenräume. Das heißt, es war nicht so schlimm, dass sie so sehr wässrig ist, denn es gab genügend Auffangbecken, sag ich mal. Genug Viskosität. In die Falten rein. Genau. In die Nudelfalten. Ja. In die Nudelfalten rein, genau. Also das war eine sehr, 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 sehr leckere Gorgonzola-Soße. Wie gesagt, die Viskosität war nicht ganz ideal. Und, aber es war meine eigene Schuld, ich habe vergessen, Knoblauch zu kaufen. Das heißt, ich hatte noch eine Zehe. Und ich mag meine Gorgonzola-Soße normalerweise mit viel Knoblauch. Na ja, gut, okay, aber man lernt ja nie aus. Ich habe mir gerade Pfannkuchen gemacht und ich weiß noch nicht, was ich reintue, ob ich herzhafte oder süße essen soll. Vielleicht habt ihr da auch noch einen Tipp und dann bin ich weg. Also ich hasse süße Pfannkuchen, weil als Kind gab es die bei meiner Tagesmutter ständig. Deswegen bin ich mehr so der Fan von herzhaften Pfannkuchen. Ja, da schließe ich mich an. Bei mir gibt es da auch 2 Varianten, entweder Spinat und Schinkenkäse oder so eine Art Bolognese-Chili. Ja, da wäre ich jetzt auch dabei. Ich habe mir sogar extra vorbildlicherweise beim DM eine vegane Bolognese gekauft. Mhm. Weil die das ist doch super. Die übrigens auch ganz gut ist. Eben. Ein kleiner Tipp für unsere Hörer, wenn ihr den Tieren was Gutes... Ach Gott, jetzt... Wenn man irgendwann ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich als nächstes Filme mit Essen aussuchen, wenn ich dran bin. Weil ich glaube, es ist mal an der Zeit. Ich sehe schon. Ja, wir haben bewiesen, dass wir kulinarisch sehr interessiert und dingskompetent sind. Genau, wir sind dingskompetent. Genau. Okay, gut. Dann noch kurz, wenn ihr in die Kommentare schreiben wollt, wann wir mal wieder einen Audiokommentar zu irgendwas machen sollen. Ich weiß nicht, ob wir es machen, aber ihr könnt uns ja mal Ideen da lassen, welche Filme. Oder Fragen nach Kochrezepten und so.
Ja. Wenn ihr wollt, dass wir jetzt jede Ausgabe des Telestammtischs mit einem Castception machen, dann sagt machen wir auch. Ja, okay. Na gut. Es war mir eine Freude, mit den beiden Herren wieder hier rumzucasten. Wir hören uns dann beim nächsten Telehorst. Mhm. Und um das mal schon zu sagen, der Max und ich werden jetzt noch mal ein bisschen nachcasten bei ein paar interessanten Netflix-Filme sprechen. Wir räumen Netflix auf. Genau. Und dann wünsche ich dir, lieber Andi, gut zu speisen. Und euch da draußen wünsche ich einen schönen Tag und tschüss. Wiedersehen. Bis bald.